Wenn das denn Büsche sind, oh Gott, hier habe ich die Grafik echt so schlecht eingestellt. Ja, sonst hatten wir immer hier diesen komischen Schweif, wenn wir das Bild bewegt haben oder nichts mehr erkannt, wenn wir uns irgendwie schnell gedreht oder. Da oben ist ein Häuschen. Sieht aus wie ein richtiges Häuschen. Oh, könnte sogar eine Ortschaft sein, eine kleine. War da noch was auf dem Hügel? Ja, so ein Wetterstationsding, wie es aussieht. Oh, da sind auch wieder irgendwelche Wesen am rumlaufen. Ich mag Wesen nicht. Ja, und Twisty heißt also durstig. Kacke. So, vielleicht können wir von hinten dahin gehen. Und da von hinten ans Haus rangehen. Oder irgendwie müssen wir doch da an irgendwas rankommen. Können wir auch hier. Ja, nicht den. Ja, hier den. Ja, schleichen wir uns dann gleich so geschickt rein. Aber erstmal umgehen wir das hier alles ein bisschen. Hoffen, dass wir irgendwas an Waffen finden. Mir wird schon ein kleines Äxtchen reichen oder sowas. Wie, die sieht mich. Ah, wieso ruckelt das denn so? Geh tot, Zombie, Bitch. So, machen wir hier First Person. Ah, fall wieder um. Ich konnte eben looten, wie es aussah. Aber sterben will sie offensichtlich nicht. Wo ist sie jetzt hin? Haben wir sie besiegt? Wir haben unseren ersten Zombie getötet. Erfolg. Yay. Fantastisch. Wir sind so krass drauf. Also wirklich. Mit den bloßen Fäusten. Aber erstmal müssen wir was hier unser gegen unsere Blutung tun. Aber es wissen wir, wie es läuft. Hier T-Shirt aus. Hier, T-Shirt aus ins Inventar. Genau. So, umbauen in Verbände. Und Attacke. Bisschen hier rumwickeln die Schmodder. Um die Verwundung des der Zombie-Bitch. So, aufstehen. Enter. Also, Third Person laufen gefällt mir irgendwie besser. Finde ich auch irgendwie übersichtlicher. Oh. Haben wir hier noch mehr, wenn wir so reingucken? Also auf den ersten Blick sehen wir hier niemanden. Weder gut noch böse. Gut noch böse. So. Gehen wir in die Hocke. In die Hocke, habe ich gesagt. Hocke. Ach, Delta-Taste war die Hocke. Können wir hier unten ein bisschen besser durchluschern zwischen die Häuser. Ja. So. Irgendwie habe ich gerade was gehört, was nicht so nett klang. Vorne steht wieder einer. Das ist jetzt schon wieder dunkel. So, können wir da drüben die Tür vielleicht aufmachen. Da reingehen. Das wäre voll schön. Nein, natürlich nicht. Kann man da irgendwie hinten rum? Ja, da war der cool. Boah, wir haben den coolen Move eingesetzt. Ruckelarie, warum? So, haben wir hier irgendwas?
Okay, wieso öffnet er das jetzt nicht? Sprint, Holzer, Punch, Curve, Phone, Stand Up. Huch, sind wir so einfach. Hä? Gut, wieso geht er jetzt die Tür nicht auf? Load Lean Switch. Ich gucke hier auf den Dings, auf die Tastaturbelegung, aber irgendwie finde ich nichts. Ah, okay. Dann halt so. Gut, hier drin haben wir schon mal nichts gefunden. Dann versuchen wir unser Glück da drüben nochmal. Aber versuchen wir irgendwie hinten rum oder seitlich in dieses Haus zu kommen. Weil es sieht ja ganz so aus, als ob man da irgendwie hineinkommen würde. Okay, irgendwie kann ich auch nicht mehr sprinten. So, da ist auf jeden Fall irgendwie ein Haus. Ja, so weit waren wir ja schon, dass da ein Haus ist. So, hier haben wir die Tür. Öffnen wir die Tür. Gehen wir rein und schließen die Tür. Sehr schön. So. Wir sind jetzt in unserem ersten Haus. Und hier gibt es noch eine Tür, mit der wir weitermachen können. Tada. Was haben wir hier? Nichts. Super. Oh, ein Kühlschrank. Können wir nichts mehr machen. Das kann nicht angehen. Wir brauchen irgendwas zu essen und zu trinken. Das kann nicht so weitergehen. Na, hier irgendwo was im Schrank. Nein, Fernseher ist auch schon etwas älter, wie es aussieht. Und hier drin auch nicht. Verdammte Scheiße. Ach, jetzt haben wir schon unser erstes Haus. Er stürmt mit Blut, Schweiß und ja, Blut und Schweiß. Wir schwitzen hier Blut so. So sehr geht mir das ja in die Nieren. Das ist ja echt, hoffentlich kommt gleich der Zombie hier nicht rüber gerannt. Da schön draußen bleiben. Entflammbarer Gastank. Auch nicht so optimal das Ding. So, hier haben wir einen Schuppen. Die Tür ist offen, war hier schon jemand dran. Ist hier irgendwas drin? Ruckel, ruckel. Nerv, nerv. Und hier oben geht's rein, wie es aussieht. So. Hoffen wir mal, dass wir hier irgendwie ein bisschen Beute machen können. So, erstmal aufstehen. Okay, das ist eine blöde Tür auf und zu machen da. Nichts mit dem Schrank hier zu tun. Geht's runter? Runter wollen wir noch nicht. Kühlschrank, Ofen, Herd, alles Kacke. Verdammte Axt, ich würde nur ein paar Sachen haben. Die Tür geht gar nicht auf. Manu, ist denn das zu viel verlangt, dass wir hier irgendwie mal... Ja, super. Haus, du bist Kacke. Das ist richtig Kacke, Haus. Ein richtiges Scheißhaus. So. Oh, jetzt macht er hier wieder einen auf Sprint die Maus. So, haben wir. Versuchen wir unser Glück hier mal in dem schicken, kleinen Holzhaus. Dass wir hier irgendwie mal ein, zwei, drei kleine Teilchen finden, die wir gebrauchen können. Dass wir überhaupt mal hier irgendwas zustande bringen können. Tür auf. Tür zu. Tür auf. Und rein. Das sieht
doch mal interessant aus. Na toll, auch nichts. Da nichts, da nichts, da nichts. Haben wir hier oben was? Ja, hier so Mamuschka-Puppen oder wie man die nochmal nennt. So, C aufstehen. Ja, Hände können weg. Da können wir auch nichts mit anfangen. So, Kühlschrank. Hier haben wir noch einen Schrank. Können wir aber auch nichts. Komisches Weidenkorbmuster. Hier haben wir noch ein Zimmer. Bett. Das. Da ist doch was. Ein Helm. Juhu, wir haben einen Helm gefunden. Und einen Apfel. Endlich was zu essen. Nee, das ist ein Paprika. So, jetzt haben wir schon mal eine Paprika und hier so ein anderes Ding. So. Die sieht aber nicht gut aus. Inspect. Ja, die sollten wir vielleicht nicht essen. Die sieht nicht so gesund aus. Und ja, natürlich, der Helm steht uns super. Endlich haben wir was gefunden. Hat ja auch jetzt nur, wie lange? Dreiviertel Stunde bis zum ersten Item. Ja, hat sich gelohnt. Wir haben einen schicken roten Helm. Und was haben wir hier Schönes? Eine getragene Unterhose, wie es aussieht. Die wollen wir aber nicht mitnehmen. Oh, Waffenholster. Haben wir nur noch Waffen. So langsam wird's, oder? Okay, was ist denn jetzt los, Computer? Ganz ruhig. Mal die Tür mal wieder zu hier. Weil wir erstmal das Haus noch zu Ende erkunden wollten. So. Tür passiert irgendwie gar nichts, wenn wir wieder hier raus, wo wir reingekommen sind. So. Und wieder in die Hocke. Ein bisschen schleichen. Dann machen wir uns direkt mal auf hier zur nächsten Hütte. Also langsam. Ein Helm, Waffenholster, ein paar dreckige Unterhosen haben wir auch gefunden. Langsam sind wir der Apokalypse gewachsen. Allein schon die Unterhosen reißen eine Menge. So, eine Gartenhütte. Was haben wir denn hier? Nichts. Warum auch? Oh, eine Doppeltür. Die müssen Kohle gehabt haben hier, wenn sie zwei Türen am Eingang haben. Oh, ein Medizinschrank. Da wurde schon mal reingeschossen, wie es aussieht. Haben wir hier noch Blue Shirt und hier eine nicht mehr so appetitliche Gurke, wie es aussieht. Oh, habe ich jetzt die verrottete Zucchini gegessen. Ups. Nein, das sollst du nicht essen. Hör auf damit. Nimm das aus dem Mund. Ah, Kacke. Oh. Eine Maske. Können wir die auch mitnehmen? Nein, das solltest du nicht tun. Oh Gott, das gibt bestimmt irgendwelche fiesen Nebenwirkungen. Eat all inspect. Kann ich es nicht entfernen? Ah, geht doch. Weg ist sie. So. Jetzt müssen wir die Zucchini los.